willkommen zu einem neuen Video in meiner Videoreihe Nachhilfe Buchführung, in der ich euch ja die Zusammenhänge in der Finanzbuchhaltung auf einfache und logisch nachvollziehbare Weise erkläre. Ihr habt mich angeschrieben, ihr wolltet nochmal wissen, wie man genau Skontobuchungen durchführt und vor allem, wie man hier vorgeht bei der Berechnung. Da haben einige von euch immer wieder Probleme und deswegen habe ich euch dieses Video erstellt. In diesem Video zeige ich euch daher zunächst einmal, wie leicht es eigentlich ist, aus einem Rechnungsbetrag den Überweisungsbetrag unter Abzug von Skonto zu errechnen. Und im weiteren Schritt schauen wir uns dann mal an, wie leicht es auch wieder ist, dann die Vorsteuer- bzw. Umsatzsteuerkorrektur zu ermitteln. Ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. In der Praxis ist es so, ihr erhaltet in Klassenarbeiten und Prüfungen zum Beispiel eine solche Rechnung. Und aus dieser Rechnung könnt ihr ja den Rechnungsbetrag brutto leicht ersehen, da braucht ihr gar nichts rechnen. Und dann bekommt ihr in der Prüfung oder in der Klassenarbeit einen Kontoauszug. Und da könnt ihr dann erkennen, dass der Rechnungsbetrag unter Abzug von Skonto überwiesen wurde. Das erkennt ihr daran, dass der Betrag in der Rechnung ein anderer ist als auf dem Kontoauszug. Außerdem findet ihr auf dem Kontoauszug dann meistens den Hinweis, dass hier eben ein Skontoabzug vorgenommen wurde. Was bedeutet jetzt nochmal Skontoabzug? Nochmal kurz zum betriebswirtschaftlichen Hintergrund. Derjenige, der die Rechnung erstellt hat, hat ein Zahlungsziel gewährt, normalerweise 30 Tage. Und aus den vertraglichen Bedingungen, also den vereinbarten Zahlungsbedingungen, beziehungsweise aus der Rechnung, kann man dann entnehmen, dass der Steller der Rechnung, also derjenige, der hier Geld bekommt, dem Zahlenden die Möglichkeit gibt, innerhalb einer kürzeren Frist den Rechnungsbetrag zu überweisen, also auszugleichen, und dafür belohnt wird mit einem Skontoabzug. Er kann also vom Rechnungsbetrag hier in unserem Beispiel 2% Skonto abziehen. Und dann erklärt sich das eben, dass der Überweisungsbetrag niedriger ist als der ursprüngliche Rechnungsbetrag. Wenn ihr euch jetzt das Beispiel mal anschaut, könnt ihr erkennen, dass der ursprüngliche Rechnungsbetrag 23.800 Euro betrug und auf dem Kontoauszug dann eben 23.324 Euro überwiesen wurden. Das ist ja weniger, es wurde also Skonto abgezogen. So, jetzt könnt ihr mal versuchen herauszurechnen, ob der Überweisungsbetrag überhaupt stimmt. Wir durften ja vom Bruttorechnungsbetrag, Achtung, Bruttorechnungsbetrag heißt inklusive Umsatzsteuer, da durften wir ja 2% abziehen. Das heißt also, der Überweisungsbetrag entspricht dann 98%. 100% ist der ursprüngliche Bruttobetrag, 2% Skonto abziehen, der Überweisungsbetrag entspricht dann 98%. Und alle, die meine Videos schon öfter geguckt haben, die wissen ja, dass es eine ganz einfache Möglichkeit gibt, aus einem Wert 98% zu berechnen. Man multipliziert nämlich einfach mal 0,98. Das könnt ihr ja mal selber ausprobieren. Also 23.800 Euro mal 0,98 ist tatsächlich der Überweisungsbetrag in Höhe von 23.324 Euro. Derjenige, der hier die Rechnung ausgeglichen hat, hat also alles richtig gemacht. So, jetzt geht es ja in Klassenarbeiten und Prüfungen darum, dass ihr das Ganze buchtechnisch umsetzen könnt. Das erkläre ich euch in diesem Video nicht. Dazu gibt es eigene Videos. Hier in diesem Video geht es ja darum, dass wir uns mal anschauen, wie leicht man das Ganze berechnen kann. Ihr rechnet also den Differenzbetrag und seht, der Skontoabzug beträgt 476 Euro. Das ist der Differenzbetrag zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Überweisungsbetrag. Jetzt müsst ihr darauf achten, dass es sich hierbei um einen Bruttowert handelt. Das ist das Wichtige, nämlich um einen Wert inklusive Umsatzsteuer. Guckt euch nochmal den Zusammenhang an. In der Rechnung Bruttobetrag, in dem Überweisungsbetrag, den wir ja aus dem Rechnungsbetrag berechnet haben, auch ein Bruttobetrag. Und die Differenz, die wir berechnet haben, also die 476 Euro, auch ein Bruttobetrag. Jetzt müsst ihr nämlich wissen, dass dieser Bruttobetrag ja die Umsatzsteuer enthält und dass in unserem Beispiel die Umsatzsteuer 19% betragen soll. Das heißt, unser nächster Schritt ist jetzt, wie kann man aus diesem Brutto-Skontoabzug den Nettowert berechnen? Muss man jetzt wieder überlegen, der Bruttobetrag 476 Euro entspricht ja 119%. Ist für viele ein bisschen kompliziert. Eben haben wir 2% abgezogen, dann waren es 98 beim Überweisungsbetrag. Jetzt geht es aber nur um den Differenzwert, also um die 476 Euro. Und wie gesagt, das ist ein Bruttobetrag. Und Brutto bedeutet immer, hier sind 19% Umsatzsteuer enthalten. Auf den Sonderfall mit 7% gehen wir jetzt hier an der Stelle mal nicht ein. Also merkt euch, die 476 Euro entsprechen 119%. Und jetzt möchte ich aus diesem Bruttobetrag den Skontowert netto errechnen. Und wie gesagt, wer meine Videos kennt, der weiß ja auch schon, dann dividieren wir einfach durch 1,19. Weil der Bruttobetrag 119% entspricht, teilt er ja durch 119 mal 100, und das ist eben dividiert durch 1,19. Ihr erhaltet dann einen Netto-Skontoabzug von 400 Euro, ganz leicht gerechnet.
So, und das ist eben die Korrektur, die ihr später im Buchungssatz dann benötigt. Das heißt, wenn das eine Eingangsrechnung ist, dann habt ihr die 400 Euro netto schon mal errechnet. Das heißt, das kann man dann auf dem entsprechenden Konto, zum Beispiel bei Werkstoffen, Waren, aber auch mal bei Maschinen und Anlagen, also beim Anlagenkonto, buchen. Im Ausgangsbereich, wenn ihr selber eine Rechnung stellt und der Kunde überweist unter Abzug von Skonto, könnt ihr die 400 Euro dann bei dem entsprechenden Wert in der Ausgangsrechnung korrigieren. Das heißt also zum Beispiel bei den Umsatzerlösen für Fertigerzeugnisse oder Waren als entsprechenden Nachlass. Das müsstet ihr alles wissen, das sind ja die Buchungssätze im Hintergrund, es geht in dem Video aber nur um die Rechnung. Und jetzt rechnen wir noch schnell die Umsatzsteuerkorrektur aus. Das heißt, ihr seht ja, 476 Euro ist der Brutto-Skontoabzug. Jetzt haben wir gerade ausgerechnet, darin enthalten sind 400 Euro Netto-Skontoabzug. Und dann bleiben also 76 Euro über, das könnt ihr aus der Differenz berechnen. Und die 76 Euro sind dann die Vorsteuerkorrektur bzw. die Umsatzsteuerkorrektur. Das heißt, bei der Eingangsrechnung müsst ihr dann bei der Skonto-Buchung entsprechend die Vorsteuer korrigieren oder bei der Ausgangsrechnung die Umsatzsteuer. Und jetzt seht ihr, wie leicht das eigentlich zu rechnen ist. Ihr könnt euch nochmal selber kontrollieren in Klassenarbeiten und Prüfungen, indem ihr euch zum Beispiel die ursprüngliche Rechnung anschaut und dann da zum Beispiel 2% vom Nettowert ausrechnet. Und dann werdet ihr sehen, 2% auf die 20.000 Euro Nettobetrag sind wieder die 400 Euro Skontoabzug, die wir bereits berechnet haben. Und ihr könnt auch die Vorsteuer nochmal durchrechnen. Bei der Vorsteuer rechnet ihr einfach wieder 2% von der Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer und dann kommt ihr auch wieder auf die 76 Euro. Das heißt, wenn ihr euch dieses Rechenschema merkt, und das ist gar nicht so schwierig, dann könnt ihr alle Buchungssätze nachher richtig buchen. Ihr könnt die Steuerkorrektur durchführen, ihr könnt die Korrektur bei den Nettowerten durchführen. Alles recht einfach. Übt das ein paar Mal. Ihr kennt ja das Ganze, ihr könnt bei mir über die bekannte Adresse Übungsmaterial anfordern, das sende ich euch gerne zu und dann rechnet ihr das selber ein paar Mal durch und dann werdet ihr sehen, nichts leichter mit dem Taschenrechner, egal wie, ihr seid relativ schnell fertig und habt es hundertprozentig immer richtig gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Ich freue mich, wenn ihr das Ganze in den Kommentare schreibt, wenn ihr was nicht versteht, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ihr kennt das ja schon. Ja, dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.